Dann könnte ich auch hier raus eine sechsspurige Einbahnstraße machen. Und darauf hoffen, dass das dazu führt, dass die Leute schon vorher auf den zur Verfügung stehenden Tracks sich mehr aufteilen. Das geht übrigens auch hier. Und führt hoffentlich zum selben Ergebnis. Ist natürlich doof, wenn die Aufteilung auf mehrere Strecken dann nach der Kurve erst passiert. Ich hätte sie lieber davor. Ja, also die werden auf jeden Fall alle genutzt. Das kann man sagen. Die werden alle genutzt und das ist eine gute Sache. Die sind wahrscheinlich besser zu benutzen, wenn ich Folgendes mache. Ich muss das hier wegmachen. Hier raus wird dann auch eine sechsspurige. Und das hier verbinde ich dann einfach. So eine. Verbinde ich dann einfach ganz plump auf diese Weise. Die Straße ist nicht so sehr benutzt, das ist kein Problem. Okay, eben sah das irgendwie positiver aus. Jetzt nutzen ja alle doch wieder nur eine Spur. Ah, nee, es verteilt sich schon. Nur die meisten wollen diese Spur nutzen. Fakt ist, dieser Verkehr hier läuft jetzt schon mal viel, viel besser. Das sieht man. Das ist eindeutig. So, hier ist dann eine mögliche Stausituation, aber da ist nichts. Das läuft. Das hier staut sich auch ein bisschen, aber mein Gott, es ist halt so. Irgendwo wird es sich stauen, immer. Schlimm ist, nur wenn es sich, wenn sich dann mehrere Staus in sich selbst stauen. Also wenn das sich gegenseitig irgendwie hochpusht, dann ist das ein Problem. So wie es jetzt ist, geht es eigentlich. Ich kann jetzt von dieser Straße aus seitlich... möchte diese Straßen gerade haben. Einfach weil es visuell zum Rest besser passt. So, dann mache ich hier noch neues Gewerbegebiet für euch. Und wahrscheinlich könnte ich auch diese Straße hier zu einer kleineren Straße ausbauen. Oder zurückbauen, besser gesagt. Ja, machen wir es doch mal. Machen wir hieraus so eine Straße. Eine zweispurige Einbahnstraße. Denn es gibt nun mal nur zwei Spuren, die wirklich benutzt werden. Können. Sinnvollerweise. Ich hatte gerade irgendwie einen Mega-Lag. Ich hoffe mal, es ist nichts passiert. Okay, und wenn wir uns das so angucken, das wird doch was. Auch mit den Einwohnern hier, wir haben mittlerweile 26.000 und Balmora hat 4.000 Einwohner. Jetzt kommt der große Crash. Wir machen nämlich jetzt auch Jefferson. Will ich das? Naja, wie gesagt, so kleine Gebiete wollte ich halt an den Randgebieten haben und hier dann die großen Wohngebiete. Weil es alles halt später die Innenstadt wird. Insofern mache ich das einfach. Ich werfe diese 2000 Bewohner aus Jefferson raus. Ich glaube 4000 waren es am Ende. Und schaffe neuen Wohnplatz. Außerdem gehe ich in die Steuern. Und senke die Steuern für dicht besiedeltes Wohngebiet um 3% auf 6% runter. Wir werden jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell ziemlich große Verluste haben. Ja, das stimmt. Aber wir halten das aus. Der Vorteil bei Steuersenkungen ist halt, dass wir die Chance erhöhen, dass Leute einziehen. Minus 11.000, minus 12.000. Tja. Aber das werden wir alles gleich wieder ändern können. Es geht mir jetzt nur darum, möglichst schnell diese zusätzlichen Einwohner zu bekommen. Damit ich meine Stadt weiter schön expandieren kann. Genau, unser Industriegebiet hat ein Problem. Das Problem unseres Industriegebiets ist vor allem unser Bürogebiet.
die Leute in meiner Stadt haben einfach eine zu gute Bildung und arbeiten lieber im Bürogebiet als in der Industrie. Tja, das ist halt so. Theoretisch bräuchte ich jetzt so eine Art Enklave von Idioten, die ich nur in die Stadt hole, damit sie in der Industrie arbeiten. Und das könnten wir machen. Fällt mir gerade so auf. Das könnten wir machen. Wir könnten sogar so weit gehen, direkt hieran dieses besagte Wohngebiet anzuschließen. So dass unsere Industrie praktisch ein eigenes Wohngebiet hätte, das wir ein bisschen klein halten, weil es uns bei dem Wohngebiet nicht darum geht, dass die Leute möglichst es gut haben, sondern weil es uns nur darum geht, dass da Leute wohnen, die in der Industrie arbeiten können. Ich bin jetzt einfach mal so frech und probier das und guck, was passiert. Ich kann den Leuten ja direkt sagen, hey Leute, guckt mal, ganz nah an den Arbeitsplätzen wohnt ihr. Dann würde ich hier noch eine freie Straße machen. Die sollte nicht allzu sehr benutzt werden eigentlich. Wobei ich jetzt natürlich so eine Art Shortcut gebaut habe vom Industriegebiet aus. Aber ich vermute trotzdem, dass den kaum jemand benutzen wird. Okay, so viel zu meiner Vermutung. Ja. War jetzt natürlich nicht so gut. Ach, der Bahnhof hat Müllprobleme. Warum denn? Dauert wahrscheinlich nur ein bisschen. Okay, unser Wohngebiet wird schlichtweg nicht bewohnt. Wir machen hier mal einen Park hin, erhöhen den Bodenrichtwert ein wenig. Strom können wir direkt... Ach, haben wir schon. Ja, hier wird keiner einziehen. Realistisch gesehen wird hier wahrscheinlich kein Mensch einziehen wollen. So funktioniert das Spiel ja nicht. Es gibt natürlich noch eine andere Methode, unser Industriegebiet vollzukriegen. Und das ist, wir kriegen einfach mehr Einwohner, noch mehr Schulberechtigte. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Warum mache ich den Bildungsschub nicht mal aus? Jetzt ist der Bildungsschub aus. Wir investieren weniger Geld in die Bildung. Haben dann möglicherweise mehr Leute für unsere Industrie. Da, das Gebäude hat jetzt wenigstens mal ungebildete Arbeiter überhaupt gehabt. Vorher gab es sowas in unserer Stadt ja nicht. Okay, hier steigen einige Häuser auf. Genau, das sind die neuen. Die Leute wollen noch mehr Industrie und die Leute wollen noch mehr Gewerbe. Ich muss ganz ehrlich sein, mein Gewerbegebiet hält nicht viel mehr stand. Ein bisschen was geht noch, aber übertreiben können wir es auch nicht wirklich. Was haben wir jetzt gemacht? Wollte ich das nicht tendenziell eher gerade haben? Naja, ist dieser Flügel hier halt rund. Was soll's? Macht auch keinen Unterschied. Sieht doch schön aus. Irgendwie. So, das hier kann übrigens ebenfalls eine zweispurige Straße sein. Wir brauchen keine sechs Spuren. Und diese Straße hoch kann ebenfalls eine zweispurige Straße sein. Und überall, wo jetzt freie Flächen sind, sollen sie genutzt werden. So, an Platz sollte es jetzt erstmal nicht mehr mangeln. Hier ist eine Menge verschwunden. Ich glaube, durch diese Methode erhöhen wir tatsächlich gleichzeitig auch... Das hier sollte ich so lassen, ne? Ja. Durch diese Methode erhöhen wir gleichzeitig irgendwie auch
wahnsinnig den Platz, der uns zur Verfügung steht. Okay, aktuell ist unsere Stadt in einer guten Entwicklung, muss man sagen. Wir machen sogar wieder Gewinn, obwohl wir die Steuern so absurd runtergeschraubt haben. Die Müllkippen wollte ich übrigens leeren lassen. Und den Windpark wollte ich zu einem großen Teil entfernen. Denn wir brauchen ihn schlichtweg bald nicht mehr. Wir greifen auf coolere Stromerzeugungsmethoden zurück. Ich glaube, das Solarkraftwerk habe ich bereits gebaut und ich habe auch schon erklärt, warum das sinnvoll ist. Ja, genau, wie so ein Solarkraftwerk funktioniert, warum uns das was bringt, warum das besser ist als alle anderen Sachen. Als nächstes bauen wir jetzt den Damm. Ja, wir bauen einen Damm. Dabei kann einiges schief gehen. Ich mache das folgendermaßen. Ich baue dieses Ding hier hin und guck, was passiert. Denn ansonsten wird man nicht schlau draus. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ihr müsst euch halt vorstellen, dieses Spiel hat eine richtige Wasserphysik, die entscheidet, ob das mit dem Damm funktioniert oder nicht. Aktuell muss ich sagen, wirkt es nicht so, als könnte das gehen. Wir müssen aber auch ein bisschen warten. Wir müssen darauf warten, dass sich diese Veränderung, die wir jetzt am Wassersystem vorgenommen haben, dass sich diese Veränderung durch das System bewegt. Das tut sie ja. Es kann sein, dass der Damm einfach zu niedrig ist. Ja, ich vermute, dass der Damm einfach zu niedrig ist. Hab mal wieder Geld aus dem Fenster geworfen, aber wir können es uns ja leisten. Ist ja nun mal so. Warte, ich mach das mal. Ich mach den Damm jetzt mal so hoch und hier hin. Also was passiert jetzt? Erstmal wird sich das Wasser jetzt kurz sehr krass verhalten. Also generell könnte das aber klappen. Abgesehen davon, dass ich hier gerade einen Teil der Stadt überflutet habe. Macht aber nichts, können wir später anheben. Abgesehen davon könnte das klappen, wenn das Wasser hinten jetzt noch hoch genug steigt, sodass es halt durchfließt. Die Menge an Strom, die wir erzeugen, hängt halt... Nochmal. Die Menge an Strom, die wir erzeugen, hängt halt praktisch davon ab, wie unterschiedlich der Wasserstand hinten und vorne am Damm ist. Allzu unterschiedlich haben wir es jetzt leider nicht hinbekommen. Und wir erzeugen demnach auch nur 16 Megawatt. Geht hier alles den Bach runter? Nee. Da sind echt Leute eingezogen? Mann, Mann, Mann. Hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht. Unsere Industrieprobleme sind auf jeden Fall, wie ihr seht, Geschichte. Gibt's sonst krasse Probleme? Nee. Schauen wir uns den Damm an. Ja. Tja, wie soll ich sagen, der Damm ist so ein bisschen gescheitert. Wir können natürlich Folgendes machen. Wir können diese Dinger weiter entfernen. Das sollte jetzt nicht allzu viel helfen, was ich jetzt mache. Aber selbst ein bisschen Hilfe könnte schon aus den 16 Megawatt 32 machen. Denn das Ding ist, wir pumpen hier direkt vor dem Damm Wasser raus. Eigentlich ist das ja doof. Wir wollen ja, dass es vor dem Damm möglichst hoch ist, das Wasser. Das heißt, wir werden jetzt unser Trinkwasser hier rausholen. Ist noch ein bisschen verseucht. Hoffe mal, das geht schnell genug weg. Und hat keinen Strom. Warum? Hat jetzt Strom? Das hat auch Strom. Ja. Okay. Dieses Ding zieht teilweise manchmal kein Wasser. Naja. Schauen wir mal, ob es was gebracht hat.
Würde mich, um ehrlich zu sein, wundern. Hi. Wir haben 64 Megawatt Strom. 64 Megawatt an Strom, ohne Umweltverschmutzung und mit kaum Lärm für 2000 Euro... 3200 Dollar pro Woche. Das ist gut. Vorher hatten wir dafür 8 Windräder stehen und hatten 8x80 pro Woche. Also etwas unter 800. Jetzt haben wir 2000, aber dafür keine Lärmbelästigung. Und eine Brücke. Sollte man dazu noch sagen, den Damm kann man später als Brücke benutzen, falls wir dieses Ding irgendwann kaufen. Aktuell steht der einfach nur da rum und sieht schön aus und erzeugt ein bisschen Strom. Leider sehr wechselhaft, muss ich feststellen. Was ich da jetzt noch machen könnte, weiß ich nicht. Ich könnte halt an der Stelle hier das Abwasser reinpumpen, aber das macht ja keinen Sinn. Haben jetzt auf jeden Fall relativ wenig. Genau. Aber der Strom reicht. Der Strom, den wir erzeugen, reicht. Für unsere Stadt. Auch bei Nacht. Tagsüber wird er immer reichen, wegen dem genialen Solarkraftwerk, aber wenn es nachts auch reicht, ist das schon mal gut. Ach, das waren jetzt innerhalb Straßen, ja. Die sollen ja voll sein. Oder dürfen ja voll sein.